Hier ein Ausschnitt von dem Aufstand 16. Juni 2018 von den Chilenen, die aus Chile kamen und ich es aufgenommen habe und möchte es nochmal in Erinnerung ziehen, was ein Arzt fähig ist. Ende 2016 war eine Bundestagsdelegation in Chile und hat sich erstmals auch an den Massengräbern, die dort gefunden wurden, getroffen mit Angehörigen von Verschwundenen und haben dort eine Schweigeminute eingelegt. Und im letzten Jahr 2017 dann kam es zu einem Bundestagsantrag. Der Bundestag hat einstimmig beschlossen, die Aufarbeitung der Colonia Dignidad ist bislang unzureichend und hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Reihe von Maßnahmen durchzuführen. Und die Bundesregierung hat dann im Juli vergangenen Jahres mit der chilenischen Regierung ein Abkommen unterzeichnet über die Gründung einer gemischten Kommission. Und seitdem sollen da konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Es sollen die strafrechtlichen Ermittlungen beschleunigt werden zwischen Deutschland und Chile. Es soll Opfern Hilfe zukommen gelassen werden. Es soll eine gemeinsame Gedenkstätte in der Colonia Dignidad errichtet werden. Bis heute ist die Colonia Dignidad ein Ort, an dem Täter und auch Opfer gemeinsam wohnen und die Vergangenheit nicht thematisiert wird. Heute hat die Colonia Dignidad, die sich heute Via Baviera nennt, einen Tourismusbetrieb dort und die Angehörigen der Verschwundenen und andere Menschenrechtsaktivisten fordern, dass dort dieser Tourismusbetrieb in der Form, wie er jetzt besteht, eingestellt wird. Tja, genau. Wo gemordet wurde, wo Menschenblut fließt. Dokumentiert. Ich möchte jetzt gerne Nina Troncoso das Wort geben. Nina ist die Vorsitzende der Angehörigenorganisation der Verschwundenen. Den habe ich selber aufgenommen, den Film, schon seit morgens ganz früh, um das Recht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, was ein Sektenarzt Hopp sich geleistet hat. In die Colonia gebracht worden und dort ermordet worden. Und es gibt inzwischen auch Geständnisse von Mitgliedern der Colonia Dignidad in chilenischen Gerichtsverfahren, Geständnisse, dass politische Gefangene in die Colonia gebracht wurden, dort gefoltert wurden, nachts in den Wald gefahren wurden und dort erschossen wurden. Und sie wurden dann dort in Massengräbern vergraben, in den Jahren nach dem Militär. Ja, aber alles Deutschland mit. 1978 wurden sie dann wieder ausgegraben und verbrannt. Mitgemacht und alles befürwortet, Waffen, alles rübergebracht. Das ist alles der Herr Mertens, den habe ich auch nochmal deutlich im Fernsehen, den Waffenhändler. Die Identität dieser Person festgestellt werden konnte, weil die Täter, die daran beteiligt waren, immer noch schweigen. Tja. Und wir denken, dass Menschen wie Hartmut Hopp, aber auch viele andere Bewohner der Colonia Dignidad noch über Informationen verfügen müssten, die helfen können, das Schicksal aufzuklären der dort ermordeten Menschen, damit die Angehörigen Ruhe finden, damit die Angehörigen wissen, wie ihre Angehörigen ermordet wurden und dass sie einen Ort der Trauer auch haben. Ja, und ich möchte jetzt das Wort an Nina übergeben. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde und alle, die unseren Kampf und unterstützen für Wahrheit, für Gerechtigkeit und für Erinnerung. Da ist die Anne. Ein letztes Ende links im Rucksack. Hier an dem Haus hinten wohnt Herr Hartmut Hopp, ein Mann, der geflüchtet ist vor der chilenischen Justiz, die ihn angeklagt hat, verschiedenste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Desde aquí te decimos, Hartmut Hopp,
sabemos que estás escondido como la gata. Eso hacen los asesinos. Pero aquí estamos nosotros con la cabeza en alto, los familiares, los detenidos desaparecidos. Atmo Tochter, versteckst dich hier in dem Haus wie die Ratten, aber wir wissen, dass du dort bist und wir werden weiterhin. Ja, ich habe nämlich gefilmt, ganz früh morgens im Fenster geguckt, hat er und rausgeschaut. A ellos los mataste porque estaban vencidos por la tortura, porque estaban enviados, no podían defenderse. Pero aquí estamos los familiares pidiendo verdad y justicia y no vamos a cesar en esta lucha hasta que tú seas condenado y pagues tu crimen aquí en Alemania. Die Gefangenen waren wehrlos, sie waren hatten Handschellen an, sie waren angekettet und wurden schutzlos ermordet. Aber hier sind wir, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu fordern, und wir werden nicht ruhen, bis alle Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen wurden. Hemos querido entregarle una carta a este asesino y la voy a compartir con ustedes. Señor Hartmut Hock, presente. Tras 45 años de búsqueda, me encuentro frente a la puerta de su casa para entregarle una carta a nombre de los familiares de mi desaparecido y diputado político chileno. Minga liest jetzt einen Brief vor, den sie nachher Herrn Hartmut Hock übergeben möchte. Herr Hartmut Hock, nach 45 Jahren der Suche nach unseren verschwundenen Angehörigen stehe ich heute an Ihrer Haustür und Ihnen diesen Brief im Namen aller chilenischen Angehörigen der Verschwundenen und aus politischen Gründen Hingerichteten zu überreichen. Wir wissen, dass Sie, Herr Hock, enge Beziehungen zu Agenten des Repressionsapparats der Militärdiktatur haben. Zum Geheimdienstchef Manuel Contreras Sepúlveda und sogar zum Diktator persönlich, Augusto Pinochet. Sabemos que decenas de nuestros familiares fueron llevados a la colonia Dignidad, siendo ahí torturados y ejecutados. Conocemos los testimonios de colonos que han confesado su participación en estos crímenes de lesa humanidad. Wir wissen, dass Dutzende unserer Angehörigen in die Colonia Dignidad verschleppt wurden, dort gefoltert und hingerichtet wurden. Wir kennen die Aussagen von Mitgliedern der Colonia Dignidad, die ihre Beteiligung an diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestanden haben. Sabemos que usted, como mano derecha de Ponchefe y uno de los principales líderes de la Colonia Dignidad, cuenta con información clave para esclarecer los atroces crímenes cometidos contra nuestros amados familiares. Sabemos que además de usted, una serie de otros colonos que disponen de información han vuelto a Alemania. Wir wissen, dass Sie als rechte Hand von Paul Schäfer und als einer der wichtigsten Führungspersonen der Colonia Dignidad über Schlüsselinformationen verfügen, die dazu beitragen können, die brutalen Verbrechen, die an unseren geliebten Angehörigen begangen wurden, aufzuklären. Wir wissen, dass neben Ihnen auch eine Reihe weiterer ehemaliger Koloniebewohner, die über Informationen verfügen, nach Deutschland zurückgekehrt sind. Es por todo esto que le exigimos cumplir con su silencio. Como familiares no tenemos más tiempo para conocer qué pasó, dónde están, cómo fueron hechos desaparecer nuestros seres queridos. Fordern wir Sie auf, Ihr Schweigen zu brechen. Wir Angehörige können nicht mehr länger warten, um zu erfahren, was geschehen ist, wo sie sind, wie unsere geliebten Angehörigen verschwunden sind. Información que permita recuperar la identidad de todos ellos y que como familia podamos hacer este duelo pendiente por más de 45 años. Estaremos muy atentos a la respuesta. Firma, coordinadora, agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos de la región del Maule, Chile. Wir bitten Sie um eine Geste der Menschlichkeit. Geben Sie Ihre Kenntnisse preis, damit Sie gefunden und identifiziert werden können und damit wir als Familien nach 45 Jahren endlich trauern können. In Erwartung Ihrer Antwort, Inga Troncoso Muñoz, Koordinatorin der Angehörigenverbände der Verschwundenen in der Region Maule, Chile. Sag uns die Wahrheit,
Jetzt komme ich und sage auch noch was dazu. Da habe ich absichtlich ein bisschen anders angezogen, damit ich nicht so auffalle. Es ist jetzt noch ein besonderer Moment hier. Wir haben hier Heinz Wagner, er ist ehemaliger Bewohner der Colonia Dignidad und er möchte einige Worte sagen, auch zu mir. Ja, wenn es auch übersetzt wird, für Ihre Homilien. Ich bin auch gerade gewesen seit 1957 in Heide. Und ich bin vergewaltigt worden und weiblich und adoptiert worden, ohne von den Eltern Genehmigung zu haben, weil dieser gute Schäfer, der Kinderschänder, mich missbrauchen wollte. Aber weil ich gegen sein System war, wurde ich gleich behandelt mit Pneumatatika, stillgelegt, Spritzen, Schwerstarbeit und vieles mehr. Das kann man gar nicht so alles sagen. Und im Einzelnen möchte meine Frau und ich mich herzlich bedanken, dass Sie kommen und mit hier demonstrieren, denn es tut uns weh in der Seele, dass dort die Opfer gewesen sind und umgebracht worden, die Menschen, was wir jetzt auch lesen in den Berichten, wie sie umgekommen sind. Wir können nicht, mit uns kommen die Tränen und möchten helfen, aber hier in Grefeld werden wir unter Druck gesetzt, besonders von den Behörden zu schweigen. Sie geben uns Traktate auf, damit wir schweigen müssen. Wir kriegen Rechnung, infolge des Namens werden wir bestraft. Mit 900 Euro, die haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Dann, in der Wohnung werden wir mit 3 Kameras überwacht, Tag und Nacht. Und die Polizei kommt nicht, es ist bewiesen, ich habe sie aufgenommen und es geschieht nichts. Wir sind verloren hier auch und die deutsche Regierung, ich kann öffentlich sagen, ich bin von einem KZ-Lager ins nächste gekommen, weil wir die Wahrheit sagen und es wird nicht anerkannt vom deutschen Volk und von der deutschen Regierung. Ich habe die Beweise, ich weiß, ich habe in den Film sogar gezeigt, dass meine Frau auf dem Tisch liegt. Ich habe mir das geholt aus dem Archiv. Aber das reicht nicht, um uns zu entschädigen. Ich lebe jetzt gerade noch von Minus. Vielen Dank, Herr Wagner. Aus der Colonia Dignidad geflüchtet, ist bis zur deutschen Botschaft gekommen. Dort wurde er wieder von Führungspersonen der Colonia Dignidad abgeholt und zurück in die Colonia Dignidad gebracht. Es ist sehr wichtig, dass Sie heute hier sind. Ja, Dankeschön. En estos días he ido al Parlamento dos veces y nos hemos reunido con la comisión de parlamentarios que presentaron la moción para crear una comisión bilateral para ver todas las cosas. Lo que nosotros le hemos pedido ahora que haga una comisión de verdad para que se sepa es meine Kamera, die da steht. Hier, weil ich das alles aufnehme. Ich war diese Woche in den Deutschen Bundestag eingeladen und habe dort mit verschiedenen Parlamentarierinnen und Parlamentariern sprechen können. Und im Moment steht an, dass die Bundesregierung ein Konzept abliefert über einen Hilfsfonds für Opfer der Colonia Dignidad. Und uns ist es da aber wichtig, aber bis heute, genau unterschieden bis heute den Tätern und den Opfern. Und deswegen braucht es eine Wahrheitskommission. Und das haben wir auch den Bundestagsabgeordneten gesagt, so dass das unsere Forderung ist, dass eine Wahrheitskommission, eine Sachverständigenkommission eingerichtet wird, um genau dies zu leisten, zwischen Tätern und Opfern zu unterscheiden und dass dann Opfer wie Sie auch angemessene Hilfen bekommen. Invito a la compañera Ruth Cries que me acompañe, ella como familiar que he tenido desaparecido en Chile también, a pegar la carta en la puerta porque este hombre es tan cobarde que no se asoma. Ich möchte Ruth Cries einladen, eine weitere Angehörige eines Verschwundenen,
dass sie mit mir zusammen jetzt den Brief übergibt an Hartmut Hopp, da er wohl feige ist und sich nicht so zeigt hier.